So, was geht ab, Freunde? Cool, dass ihr reinschaut. Heute beim Team Rating Nummer 35 im Livestream, aber das Ganze kommt natürlich auf YouTube dann auch online. Warum im Livestream? Weil letzten Tage, ihr merkt, war sehr viel los wegen dem neuen Goku und Freezer, aber da haben wir jetzt die Summons Gott sei Dank hinter uns. Da haben wir schön gesummoned und jetzt werden wir uns quasi den Teams kümmern, weil ich habe die letzten Tage, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo kann man den Goku und Freezer am besten außerhalb ihren eigenen Teams, also wenn man sie als Leader nimmt, spielen. Hat mir da ein bisschen meinen Kopf zerbrochen, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich ja gucken, ob wir das gemeinsam hier irgendwie sortieren können, was wir da machen werden. Aber das zu den Teams kommen wir später. Wir haben erstmal jetzt hier ein paar Teams zum Team-Rating-Video. Ich grüße jeden, der reinkommt. Sinister, was gehabt, Mohammed, Bandai, was geht, All-Star, Sinister, yo, cool, dass ihr reinkommt, Killer Bee. War der erste, yo, was geht ab? Mach mal Frage-Antwort-Video über dich langsam, bist du nicht. Aber Freunde, aber FAQ kann man auch noch natürlich starten. Warum nicht? Früher oder später. Aber ich fange einfach mal an. Was geht, yo, nicht wie bei dir, King Goku? Cool, dass du reinguckst. Ich merke aber gerade, wir haben hier keinen Chat. Boom, den popp ich mal auf für euch. Jetzt, Freunde, jetzt seid ihr auch am Start. Und ansonsten sollte eigentlich alles so sein wie immer. Alright, dann fange ich mal mit dem ersten Team an. Wie gesagt, wir werden erstmal ein, zwei Teams uns ansehen. Beziehungsweise ein paar Teams wie immer. Und dann eigentlich. Würde ich mich gerne mal Goku und dem neuen Freezer widmen, wie man denn sie, wo, wie am besten spielt, so, weil da habe ich, wie gesagt, mir ein bisschen meinen Kopf zerbrochen die letzten Tage. Aber nun gut, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe natürlich ein Auge im Chat nebenbei immer und dann schaut mir das Ganze und genau, let's go. Dann würde ich mal sagen, wir fangen mit dem ersten Team an. Nämlich das erste Team ist hier von Alex Suleimani. Alex, was glaubt, danke fürs Einsenden. Wir haben hier Hashtag Team Osulu. Ich hoffe, du kannst mir Tipps geben für mein Team. Alright, dann wollen wir auf jeden Fall mal hier an der Stelle kurz reinsehen. Und zwar, boom. Alright. Wir haben hier, wir fangen schon mit dem neuen Goku an. Wir wissen ja, bei Goku ist folgendes sein Leader-Skill. Er gibt den Super-Class-Verbündeten Ki plus 3 auf HP-Attack und F 120%. Ohne Einschränkung. Heißt, ihr könnt jeden eurer Hero-Charaktere hier einsetzen. Um es einfach zu sagen, nehmt ihr halt eure Besten, um es einfach zu sagen, aber das schauen wir uns mal an. Gut, wir haben ja an der Stelle den Goku, den neuen, alles klar, und alle anderen Charaktere sind auch Superclass-Verbündete, heißt jeder bekommt den Leader-Skill, heißt sie haben dementsprechend schon mal 6 von 10 Punkten. Ansonsten alle Max-Level, Max-Awaked, ja, das sind sie, 8 von 10 Punkten schon mal an der Stelle und über das Team kann man überhaupt nicht meckern, aber wir schauen mal einfach. Vor allem wirklich die einfachste Vorhergehensweise bei diesen beiden ist, das ist halt wirklich... Ihr schaut euch eure Hero-Charaktere an und nehmt die Besten davon. Das ist nicht mehr wie bei Vegito Blue und Rosé, dass ihr eine Einschränkung habt. Nee, ihr nehmt einfach die Besten. Deswegen gucken wir einfach mal, ob auch seine Besten genommen hat. Hier an der Stelle, ich grüße jeden, der hier reinguckt. Hi, easy peasy, Aldi, Spike, was geht ab? Glückwunsch zu Goku und Freezer verdient. Vielen lieben Dank, meine Freunde. Falls ihr die Sum-Videos nicht gesehen habt, checkt sie euch aus. Ja, das im Stream war überragend. Und dann habe ich nochmal gepult mit unserem Boy Ruffy. Grüße an Ruffy an der Stelle. Checkt alles aus, Freunde, damit ihr da auch up-to-date seid an der Stelle. Alright, wo soll ich mein Team hinschicken? Ausrufezeichen Team Rating, bekommst du alle Informationen dazu im Stream, wenn ihr das auf YouTube ansieht, der Link ist in der Beschreibung. Also in der Beschreibung ist ein Link, da bekommt ihr auch Informationen dazu. Anyway, Freunde, gut, besten Charaktere. Okay, schau mal hier an der Stelle, Alex, an dich, beziehungsweise an jeden, ganz wichtig, wenn ihr mir eure Teams sendet, wir haben ja ein Superclass-Team, ein Heroes-Team, also wäre es cool von euch, wenn ihr auch eure Charaktere nach dem Helden unterteilt, also filtert und nach dem Dupe-System, weil hier habe ich zum Beispiel auch Villains drin, die gucken wir gar nicht mal an, weil die gehören zum Leader-Skill, die brauchen wir nicht, wir wollen nur die Heroes. Okay, alles klar, wir haben hier LA Vegito Blue, der ist drin, LA Goita ist drin, der neue Goku ist drin, Kaioken Goku Blue ist drin, Super Goita haben wir den Int drin, okay, FIFA Goita ist drin, jetzt gucken wir mal, hatten wir, okay, da ist ein LA Great Simon in der Mache, Godku Super Saiyan 3, Goku müsste nicht sein, das Team so ist auf jeden Fall schon solide. Goku und so, nee, hier sehe ich auch keinen, der auf jeden Fall besser ist als die, die drin sind. Wir hätten hier Super Saiyan physisch Gotenks. Ja, aber eventuell könnte man den reinhauen. Vielleicht für Kaioken Goku Blue, wir hatten den mal im Auge als Zieler. Aber Kaioken Goku Blue macht auch seinen Job als jeden Fall sehr gut. Okay, das waren alle Charaktere hier an der Stelle. Um ehrlich zu sein, kann man das Spiel auf jeden Fall, das Team auf jeden Fall so lassen. Ja, wir haben hier... Jay, danke fürs Follow, was gedacht. Wir haben hier quasi aus seinem Charakterprogramm eigentlich das Richtige gemacht. Das Gute ist an dem Goku, Freunde, der linkt sich mit LR Gogeta mit 6 Link-Skills auf der Stufe, wie er ist. Und ich glaube, Super Saiyan 2 genauso.
6 Linkskins, Freunde. Deswegen würde ich diese auf jeden Fall in eine Rotation lassen. Die anderen können zum Beispiel Super Gogeta und Vielfalt Gogeta lassen. Oder LA Vegito mit einem von den beiden Jungs. Kaioken Goku Blue ist ein Rotationscharakter. Heißt, wenn du auf Kaioken Goku Blue verzichten könntest. Wobei jetzt wo ich überlege, Kaioken Goku Blue war ja quasi in dem Fall immer ein Rotationscharakter. Jerry, danke fürs Followen. War ja in dem Fall immer ein Rotationscharakter wegen seinen Linkskills. Wenn er in die Rotation reingekommen ist, hat er gute Linkskills gebracht. Darauf könnte man aber verzichten in so einem Team zum Beispiel, weil die Linken sich schon sehr, sehr gut. Aber warum habe ich jetzt wobei gesagt? Weil die Sache ist, dieser Goku transformiert sich ja jede Runde. Wichtige Linkskills, die er verliert, ist Prepared for Battle. Ab Super Saiyan 3 hat er kein Prepared for Battle mehr, dann hat er Over in der Flash. Und wenn wir den mit LR Goethe lassen, LR Goethe hat in der Stufe, also wenn es sich nicht transformiert, kein Over in der Flash. Wenn der Goku reinkommt, spielt auf jeden Fall eine gute Rolle. Dann, wenn das zu Goku wird, bekommt er Shocking Speed dazu. Warrior Gods, Godly Power, das hat kein Goku Blue. Außer Godly Power, glaube ich. Aber Warrior Gods hat er und Shocking Speed genauso. Also in so einem Setup könnte Goku Blue echt eine gute Rolle spielen. Deswegen würde ich ihn auch lassen und nicht unbedingt physisch Gotenks reintun. Das ist zwar ein Zieler, aber in dem Setup ist es kein Muss. An der Stelle würde ich das Team auf jeden Fall so lassen. Und dann hast du von mir an der Stelle noch einen extra Punkt. Also 9 von 10 Punkten an der Stelle, Alex. Alright, was geht denn im Chat? Was geht denn im Chat? Du musst auch mal Troll anfangen mit Troll antworten. Oh ja, Spieler, was geht ab? Moin Leute, Brian hier, was geht ab? Also für Team Rating. Troll anfangen mit Troll antworten. Ach so. Ja, falls mal Troll anfragen kommen, ja. Wie geht's dem Joe Man? Wie geht's dazu? Wie geht's dem Moin Moin OZ Fighter? Wow, also kann ich dich heute nicht schicken? Nee, jeden Freitag, mein Freund. Guten Abend zusammen, was geht ab? Nabend, Mello. Cool, dass du reinguckst. Ey, was geht ab? Nicht viel bei dir. Hast du ja schon ein schönes Freezer-Team gebaut? Why Sorrow? Mein Kopf, es brummt. Mein Kopf brummt, weil die zwei Charaktere sind in vielen Kategorien, aber ich habe die Tage überlegt, wo kann man sie am besten verwerten und ich komme noch nicht auf eine Lösung, mit der ich zufrieden bin. Außerhalb davon, dass man sie natürlich in ihren eigenen Teams spielt, als eigene Leader, Heroes Villains Team. Das gucken wir uns aber, nachdem wir die Teams bewertet haben, gucken wir uns das nochmal an. Gemeinsam auf jeden Fall, weil, Freunde, da geht auf jeden Fall viel, aber mit Freezer habe ich es da ein bisschen leichter, aber mit Goku... Ich habe die letzten Tage echt noch ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Vielleicht hört sich verrückt an für euch, aber ich habe mir da echt überlegt, verdammt nochmal, wo kann man sie... Also sie sind in vielen Teams gut, in den Kategorien, wo sie vertreten sind. Aber wo ist es so quasi, wo ich sagen kann, okay, damit mit dem Team bin ich zufrieden. Da konnte ich noch keins bauen, um ehrlich zu sein. Ich habe die letzten Tage sehr viel herumexperimentiert. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann gleich an, wenn wir die Teams durchhaben für diese Woche. Dann machen wir mal gleich weiter mit dem nächsten Team an der Stelle. Und zwar haben wir hier... Okay, das ist ein kurzes, das ist quasi so wie eine Privatnachricht, wenn ihr die senden wollt. Hashtag Team Ozu, du bräuchtest das Beste aus deinem Dream of Gods Team, wer könnte denn besser helfen als du? Achso, danke, kein Ding. Nämlich, warum ich es kurz ist, wir haben nur die Charakterliste. Ich sag hier immer, ihr könnt mir gerne auch so eine Privatnachricht schreiben, wenn es nicht unbedingt, ups, dann nehmen wir wieder das andere, wenn es nicht unbedingt ins Team Rating Video muss. Die Team Rating Videos sind quasi da, dass ich eure Teams bewerte, ja. Ihr sendet mir jeden Freitag eure Teams ein. Ein Team quasi, wie es davor hatten. Dann bekommt ihr die Punkte dafür. Wenn ihr mir keine Teams einsendet, dann baue ich euch halt ein Team. Aber ihr müsst dann nicht extra jeden Freitag warten, sondern wenn ihr von mir ein Team braucht, könnt ihr mir gerne Privatnachricht schreiben. Oder, um ehrlich zu sein, was mir viel, viel lieber und angenehmer wäre, ihr schreibt das auf meinem Discord-Server in dem Hashtag Teambuild-Channel. Dann da haben wir quasi die Jungs, die euch da aushelfen und ich auch mit den Teams. Das ist quasi so ein Team-Channel, wo ihr eure Teamanfragen senden könnt und wir helfen euch da. Und genau. Aber gut, ja, ein Dream of Gods Team, ganz easy, mein Freund. Du nimmst Ultra Instinct Goku, beziehungsweise wundert euch nicht, wenn ihr mir quasi mal Fragen stellt und ich sage euch, wenn ich euch sage, bau mal selbst das Team und sende mir das Ergebnis, weil, also wundert euch nicht, ich sag das nicht, weil ich faul bin oder so, ich sag das, weil wir besprechen ja jede Woche zum Beispiel in den Team-Rating-Videos, wie man Teams baut, an sich Showcases, Team-Showcases gibt's, also von mir gibt's eigentlich sehr viel Output in Sachen Teambuild, weil mir das sehr wichtig ist, sei es auch im Teambuild-Channel und so und so fort, in den Team-Rating-Videos, wie gesagt, da will ich euch nur selbst quasi ein bisschen ermutigen, mal es selbst zu versuchen, weil an der Stelle ist es nicht schwierig, hier ein Team zu bauen. Wie gesagt, wir nehmen unseren Leader, wir wollen ein Dream of Gods Team, also nehmen wir Ultra Instinct Goku als Leader und dann, um es einfach zu sagen, die besten Charaktere von einem Dream of Gods Team. Wir hätten ja einen LR Vegito Blue auf 100%, den kannst du gerne reintun. Ich weiß jetzt nicht, wie der physisch oder der Tech Vegito Blue geskillt ist, wie viele Dupes die haben. Ich habe es an der Stelle ein bisschen leise gemacht, weil ich glaube, es war ein bisschen laut die ganze Zeit. Genau. Und zwar, weißt du nicht, was Tech Vegito Blue und Physio Vegito Blue für Dupes haben?
Aber sagen wir mal, du nimmst einfach Ugigoku, Vegeta Blue in dein Team. Dann hast du einen Argelrosé mit Fusion Zamasu, kannst du in eine Rotation lassen. Dann hast du einen Vegeta Blue, den kannst du mit reinnehmen. Und zum Beispiel zuletzt könntest du dann einen Supporter noch mit reinnehmen, wie Kami. Und dann hast du schon ein super Team, mein Freund. Weißt du, was ich meine? Also da ermutigen wir euch quasi selbst, dass ihr das selbst macht. Oder wie es unser Boy Lai sagt, wir helfen ihnen, sich selbst zu helfen. Ja, genau so sieht das aus, Freunde. So sieht das aus. Alright, so viel dazu. Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten Team mal direkt. Und zwar haben wir hier das Team von Luis. Luis, danke fürs Einsenden hier an der Stelle. Und zwar, Hashtag Timo, so könntest du mein Team bewerten und nötig Verbesserungsvorschläge geben. Wäre nett, schauen wir uns gleich an, das Team an der Stelle. Okay, aber hier haben wir noch was im Chat. Abends, Saturn, eine Frage. Wo kann ich dir mein Teambild schicken, damit du es bewerten kannst? Ausrufezeichen Team Rating. Freunde, Ausrufezeichen Team Rating. Dann bekommt ihr alle Informationen dazu. An der Stelle Aufruf an die Mods. Wenn solche Fragen kommen, bitte aushelfen. Und da ein Auge drauf haben, wenn die Jungs Fragen haben und es einen Befehl dafür gibt oder wenn es offensichtlich ist, direkt sagen, ey Jungs, bam, bekommst Informationen hier. Dann helfen wir uns da quasi gegenseitig und machen es uns ein wenig einfacher. Okay, wir haben hier ein Podara-Team. Alle Charaktere gehören zu der Kategorie. Yes, das tun sie. Alle sind zwar Max Level, aber nicht Max Awake. Wir haben hier Kefla, die ist nicht Awake. Also gibt es erstmal 7 von 10 Punkte. Falls ihr euch fragt, wann kommt das Dokkane von Kefla wieder? Spätestens nach der Celebration, beziehungsweise spätestens mit Evolution Vegeta. Könnte aber auch sein, dass es eventuell früher kommt, nämlich zu Part 2 der momentanen Celebration. Die sollte ja ab dem 13. September online gehen mit LA Goku und Freezer. Und da, weil es quasi LA Goku und Freezer Tournament of Power basierend ist, könnten sie vielleicht das Story-Event auch wieder rausklatschen. Also so in dem nächsten Monat, würde ich mal sagen. Okay, wir haben ein Potara-Team. Das Team sieht ja an der Stelle schon mal sehr gut aus, um ehrlich zu sein. Super Vegeta gehört, ist kein Potara-Charakter, aber er bekommt trotzdem Leader-Skill, nämlich in Charaktere Kid Plus 3 90%. Und deswegen passt auf jeden Fall. Gucken wir uns aber mal die Charakteristik an der Stelle an. Alright. Ja, hier an der Stelle auch Aufruf, Freunde. Wir haben ja ein Potara-Team, deswegen sendet mir bitte nur gefiltert eure Potara-Liste und Int-Charaktere wegen dem Leader-Skill. Weil, ja, da macht es mir auf jeden Fall einfacher. Und weil hier tue ich nur kurz rüberfliegen, wenn ich einen Potara-Charakter übersehe, dann sagt mir das auf jeden Fall direkt. Goku Black haben wir drin auf jeden Fall an der Stelle. Kane Video muss nicht sein. Tech Video, ein Supporter, könnt mir auf jeden Fall verwerten hier auf der Stelle. An der Stelle. Int-Charaktere, nee, die nicht. Nee, den Vegeto-Int, nope. Samasu auch keinen muss. Ich hatte gerade auch schon nach einem Rosé eventuell Strength. Okay, Argelle Rosé haben wir keins. Wir haben physisch Vegito Blue, haben aber ein LR Vegito Blue, glaube ich, da drin im ATM. Physisch Super Vegito ist am Start. Ist so hard to control. Nee, okay. Was ich machen würde, ist, solange Kefla nicht awaked ist, du hast den Super Vegeta drin, das kannst du auf jeden Fall so lassen. Die wichtigsten Charaktere hast du eigentlich reingebracht. Wir haben hier Goku Black, yep. LR Vegito Blue haben wir hier, richtig, ja. Ich würde dir vorschlagen, Kefla, eben weil sie noch nicht awaked ist, rauszutun und statt Kefla den Tech Vegito hier zu awaken und ihn als Support in das Team reinzutun für Kefla. Diese Änderung würde ich auf jeden Fall an der Stelle machen. Und ansonsten würde ich das eigentlich so lassen, um ehrlich zu sein. Die Rotation könntest du spielen, zum Beispiel LR Goku Black mit LR Vegito. Games prepared for battle, immerhin fierce battle. Und wenn da mal ein Rotationscharakter reinkommt, dann liefert er auf jeden Fall auch Super Saiyan für LR Vegito. Andere Rotation könntest du halt deinen anderen LR Vegito mit physisch Super Vegito zum Beispiel. Oder physisch Super Vegito mit LR Vegito Blue oder auch Gogeta kannst du mal natürlich ins Spiel involvieren. Da hast du auf jeden Fall freie Hand. Aber dieser LR würde ich auf jeden Fall je in eine Rotation halten. Und genau. Habe ich irgendwas übersehen, meine Freunde, an der Charakterliste? Ich kann es mir gerne zeigen, ob da irgendein Potara-Charakter fehlt oder nicht. Moin, was geht ab? Robert hat Kanara Bide. Moin, sehr viel. Cool, dass du reinguckst. Okay, Freunde. Ihr unterhaltet euch auf jeden Fall selbst. Das freut mich an der Stelle. Aber ich glaube, ich habe hier nichts übersehen. Falls ja, dann sagt das mir einfach. Dann würde ich gerne mit dem nächsten Team mitmachen. Weitermachen. Genau. Okay, und zwar. Haben wir hier unseren Boy Mr. Bang bei der Boom Pow. Mr. Bang, was geht ab? Lehnst du den Stream morgen auf YouTube hoch? Und ich lade den heute noch hoch, Travis. Heute Abend lade ich den noch hoch. Hashtag Team Osudo. Hi Osudo, kannst du mir mal mein Team angucken? Bin mit Zamasu nicht zufrieden und wollte fragen, ob du was Besseres siehst. Thank you und weiter so. Kein Thema. Also mit Zamasu ist er nicht zufrieden. Dann schauen wir uns das Ganze mal hier in der Hinsicht an. Wir haben hier, achso, okay, ein Dream of Gods Team. Dream of Gods Team. Moment, Freunde. Boom. Dream of Gods Team. Ugigoku ist unser Leader-Ganzer. Alle Charaktere gehören zu der Charakterliste-Kategorie.
gehört zum Leader-Skill, besser gesagt, zu der Kategorie. 6 von 10 Punkten, alles im Max-Out, alles im Max-Awake. Yep, das sind sie. 8 von 10 Punkten. Erst mit Samasu nicht zufrieden? Dann schauen wir mal, By the way, selbes mit Gogeta wieder. Er gehört zwar nicht zu Dream of Gods, aber Uigoku gibt auch einen Int-Boost. An der Stelle sind das Key-Plus 3 50% auch für die Int-Charaktere und deswegen ist er da auf jeden Fall berechtigt drinnen. Aber wir schauen uns mal die Charaktere an. Okay, ja. Du bist mit Samasu nicht zufrieden? Ganz klar, ganz easy, mein Freund. Ich habe eine ganz kleine easy Änderung für dich. Den Whist, den du hier siehst, kannst du Dokkan Awaken, beziehungsweise du hast Kami. Solange Whist nicht Dokkan Awaken ist, kannst du Kami nutzen, Kami als Supporter nehmen, für Zamasu Kami als Rotationscharakter setzen und schon bist du gedeckt. Wir haben Rosé ist drin, Vegito Blue ist drin, Gotku, Uigoku, Uigoku, Vegeta Blue ist an der Stelle drin. Ansonsten, ja, wie gesagt, Kami kannst du direkt jetzt schon nutzen als Supportcharakter, tust du in Zamasu für ihn raus, Kami tust du immer rausrotieren natürlich. Wenn du Whist Awaken kannst, Awaken, weil Whist hat, glaube ich, einen Zusatz mehr. Es ist, glaube ich, Godly Power. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat Kami kein Godly Power. Obwohl er der Kami ist. Ja. GG. Aber wenn du Whist Awaken kannst, könntest du eigentlich Whist nehmen. Wegen Godly Power. Weil Uigoku hat das zum Beispiel. Er kann das auf jeden Fall gut verwerten. Ansonsten, wie jetzt die Rotation, du kannst sie halten. Zum Beispiel. Ja, die Sache mit Gogeta ist, er bekommt zwar nur 90% Leader Skill, aber Gogeta würde ich lassen. Gogeta würde ich lassen. Hättest du zum Beispiel einen Fusion Zamasu oder LR Goku Black, dann würde ich sagen, tu den für Gogeta rein. Aber ansonsten würde ich das so lassen, auf jeden Fall hier an der Stelle. Und zwar würde ich die Änderung machen, wie gesagt, tu es auf jeden Fall Kami vorerst rein, wenn du Whis Awaken kannst, Whis rein. Wegen der Rotation, wie könntest du das halten? Du könntest Uigoku halten mit Vegito Blue vielleicht? Nee, ich mach es ja anders. Warum nee? Weil Vegito Blue? Nee, Vegito Blue hat kein Warrior Gods, das hat nur der Tech. Okay. Also du kannst sagen, ich zum Beispiel Uigoku mit physisch Vegito Blue halten und Rosé mit Vegeta Blue beispielsweise. In einer Rotation. Genau. Kefla Event sollte in so einem Monat eventuell kommen. Okay. Kein Goku gezogen bisher, aber dafür 100% Vegito Blue. Dabei hat er von der Banner keinen Dupes. Oh, also Lai, Respekt. 100% Vegito Blue ist echt nice. Freut mich, Mann. Korrekt. Mein Dream of Gods Team, Uigoku und Strength Godku, Strength Rosé, Tech, Samasu, Aget, Transmech Goku und LA Vegito Blue als Relationskarte. Korrekt. Kannst du mein Deck angucken? Heißt Tubo X, please. Heute, also jetzt im Livestream nicht. Kannst du mir gerne eine Privatnachricht schreiben oder dann auf meinem Teambuild-Channel auf Discord oder dann deine Anfrage nächsten Freitag wieder senden. Hab Uigoku im Free-Multi gezogen. Gratuliere dir. Hab Inkogita gepult im ersten Durchlauf. Korrekt, Shadow. Du hast ja auch Freezer gepult, ne? Freut mich für dich. Könntest du mal sowas wie eine Team-Empfehlung mit den neuen Goku und den neuen Freezer machen? Kommt heute noch. Kommt im Stream noch. Kommt noch im Stream, mein Freund. Okay. Dann kommen wir mal zu dem letzten Team, was wir bewerten. Und danach kommen wir zu den Teams um Super Saiyan Goku und Freezer, die mir da die letzten Tage ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet haben. Wir haben hier vorerst das Team, beziehungsweise die Einseite von The Real Red Hawk. Hashtag Team Osu, hier ist mein Tournament of Power Team Charakterbox folgt. Dankeschön. Ghost, lieben Dank fürs Followen an der Stelle. Und zwar haben wir hier dann. Moment. Universe Survival Saga Team. Wir sind auf Global, richtig? Wir sind auf Global. Ist wichtig, weil Gido noch nicht sein Awakening hat hier an der Stelle. Aber gut, wir haben hier dann am Universe Survival Saga Team. Alle Charaktere gehören zu der Kategorie. 6 von 10 Punkte, sind aber nicht alle Max Awake. Kefla, wie gesagt, ihr Event sollte eventuell im nächsten Monat kommen, in den nächsten 4 Wochen. Deswegen sind wir bei 7 von 10 Punkten, weil außerhalb davon sind alle Awaked. Genau. Alright, dann gucken wir uns mal die Charaktere an. Shoutout an dich. Shoutout hier an dich. Sehr gut gefiltert, sehr schön gefiltert nach der Kategorie Universe Survival Saga. Dankeschön dafür. Du hättest mir auch deine Strike-Charaktere senden können, weil Jiren gibt noch für den Strike-Charaktere einen Boost an der Stelle. Okay, wir haben Jiren, ganz klar. Ist unser Leader. Dann haben wir Toppo. Toppo ist eigentlich ein Support-Charakter, aber ich könnte hier auch eigentlich empfehlen, Toppo und Jiren, so wie sie jetzt sind, nicht awaked, weil man sie auf Global nicht awaken kann, in eine Rotation zu lassen. Also Toppo als Supporter nicht rauszurotieren. Warum? Weil sie teilen sich sehr gute und viele Link-Skills. Und ich glaube, so in dem Status ist auch Hero of Justice dabei, wenn er sein Awakening bekommt, Toppo, dann verliert er das. Andere Rotation, Kalifla und Kefla. Okay, Kefla ist dennoch nicht awake. Du kannst auch zum Beispiel Kalifla und Kaba halten. Könntest du auch machen, weil der ist sehr awake. Oder, ja, wie du willst, je nachdem. Kalifla oder Kefla. Oder Kalifla oder Kaba. Würde passen. Rotationscharakter haben wir Super Saiyan 2 hier. Die macht auf jeden Fall ihr Job.
Und dann je nachdem einen der Dudes. Und jetzt würde ich sagen, aus der Charakter hast du an der Stelle das Beste gemacht. Und dann würde ich dir noch einen extra Punkt geben. Also sind wir bei 8 von 10 Punkten. Genau. Aber nicht nach Activision. Activision, sage ich. Activation, richtig. Also perfekter wäre es natürlich noch, wenn ihr das nach Dupes filtert. Dann sehe ich direkt, okay, der und der hat so viel Dupe, das ist einfach dann für euch, dass ich das Team dann besser verbessern kann. Aber das Filtern hilft schon sehr aus, auf jeden Fall. Dankeschön dafür. So. Okay, Freunde. So viel zu den Teams. Ging ein bisschen schnell. War jetzt nicht nur wegen den Anfragen. Ich habe, glaube ich, eine mehr reingenommen. Egal. Aber was mir jetzt wichtig ist, ist, dass wir jetzt gemeinsam erstmal hergehen. Weil ich hatte da echt Kopfzerbrechen, Freunde. Also, wegen dem neuen Goku, dem neuen Freezer, da Teams zu bauen. Mir die letzten Tage wirklich viel überlegt. Ich habe diese auch Gott sei Dank gezogen. Also konnte ich mir da wirklich gute Gedanken machen, beziehungsweise die Charaktere auch mal testen. Was wir erstmal machen ist, wir gucken uns erstmal die zwei Charaktere in Einzelnen an. Und dann besprechen wir mal, welche Teams man mit ihnen bauen kann oder wo sie am besten zu nutzen sind. Je nach Version. Aber ausfällig sage ich schon mal, natürlich könnt ihr sie in den Teams spielen, wenn ihr sie als Leader nehmt. In dem Heroes oder Villains Team. Das ist ganz easy. Mir geht es mehr darum, in welche Kategorie Teams sie gut verwertbar sind. Genau. Also wenn ihr sie als Leader habt, nehmt das Team, Heroes Team, Villains Team und nehmt eure besten Charaktere. Ihr habt keine Einschränkung, nichts. Klatscht eure besten Charaktere rein und gut ist dann. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, wie gesagt, die einzelnen Charaktere, was sie denn so drauf haben. Und zwar, wenn ich das Ganze hier kurz aufpoppen darf. Und da brauche ich aber auf jeden Fall auch, da müsst ihr das gemeinsam schaukeln jetzt wegen dem Teambild. Weil ich habe mir echt, ich weiß nicht, ich kam auf keine akzeptable Lösung für mich selbst. Aber das gucken wir dann mal gleich auf jeden Fall. Und wie viel jetzt den Stream hoch? Der Stream wird nicht allzu lange gehen, ist Teamrating quasi. Ich will auch nicht allzu lange halten, damit ich ihn heute noch raushauen kann. Spätestens schätze ich mal 21 Uhr. Spätestens. Okay. Doppelrose ist aber deutlich besser als Doppel. Ah, nee, das würde ich nicht so sagen. Vor allem dieses deutlich würde ich auf jeden Fall erstmal in den Schatten stellen. Von deutlich können wir hier nicht reden. Das werden wir aber gleich sehen. Das werden wir auch gleich sehen. Weil wir sind jetzt zum Beispiel in dem Punkt, wir sind an dem Punkt angelangt. Wir haben hier keine Einschränkung. Heißt, wir können jeden Typen nennen. Du kannst aus deinem Willensteam jeden reintun. Jeden. Und das ist egal, welcher Typ. Du kannst das Team so krank bauen, dass selbst das Rosé, unser Strength Rosé, der ein Leader war, dass sogar selbst er als Rotationscharakter angesehen wird. Weil, das ist jetzt quasi eine neue. Ich finde, dieser Strength Rosé ist jetzt dank den neuen Leader eine neue. Also, was heißt neue? Weil Thales war eh auch so ein krasser Supporter. Aber der rückt jetzt auch zu den brutalen Supportern. Für die Villains auf jeden Fall. Warum? Weil. Also man hat ja immer eigentlich Rosé als Leader genommen, da in eine Rotation gelassen mit Goku Black zum Beispiel, LR oder Fusion Zamasu, oder mit irgendeinem anderen Majin Vegeta oder so, wegen seinem Ki plus 3 und so weiter und so fort. Weil, wir haben jetzt quasi Freezer als Leader und Rosé könnte man als, also man, ich sag jetzt nicht, du nimmst Rosé als Rotationscharakter, aber man könnte ihn easy aus der Rotation raushauen, weil er tut seinen Job. Er gibt Ki und Defense Boost, da wird man vielleicht die Angriff durch die Ulti nicht bekommen, wenn man ihn rausrotiert. Aber, weil wir quasi dann zu kranke Charaktere im Team selbst haben, weil wir keine Einschränkungen haben. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen war es da ein bisschen schwierig für mich, mich da zu sortieren. Aber wir fangen einfach mal an. Wir haben jetzt unser Freezer. Wir fangen mal mit Freezer an. Freezer gibt den Extreme Class verbündeten Ki plus 3 HP und 25. Bevor ich kurz weitermache, Freunde. Auf Papier waren ja die Leader Skills ein bisschen. Ja, man hat sich darüber gestritten, ob sie wirklich so gut sind, weil man musste hier 9 Runden warten, bis er auf Golden Form kommt und dann bekommt er nur 120%. Auf Papier war das ein bisschen meh, also das war ein bisschen nicht zufriedenstellend. Nachdem ich es aber Gott sei Dank gezogen habe und die dann testen konnte, da war ich positiv überrascht. Positiv überrascht. Die zwei Jungs machen auf jeden Fall gut Schaden. Man kommt zwar nicht immer auf die Golden Form oder Final Form oder bei Goku God Form. Danke für Son und Tobi. Man kommt wahrscheinlich eher auf die, bei jedem so, bei Freezer dann entweder wahrscheinlich auf die dritte Form so im Durchschnitt und bei Goku Super Saiyan 3. Aber selbst da kommen die auf sehr gute Werte, Freunde. Vor allem Freezer, weil Freezer seine Link-Skills, die sind so genial für die Teams, in denen er vertreten ist. Aber das werden wir uns ansehen. In der Praxis war das halt echt so, dass ich immer mindestens auf 1 Million kam. Das war zufriedenstellend.
Weil, also am Anfang, und dann wurde es immer mehr. Bei Freezer kam ich sogar auf in der Form so auf 2 Millionen oder 2,2 wegen dem Team. Also, ich muss sagen, Freezer stelle ich da ein bisschen, wegen seinen Linkskills, ein bisschen besser ein in Sachen Synergie in seinen Teams, in den Vertreten ist, als Goku. Speziell bei Goku habe ich Probleme, den irgendwo gut reinzupacken. Aber bei Freezer, der nimmt da wirklich sehr gut und sehr viel mit. Und sie steigen ja immer pro Ulti ihr Angriff und Verteidigung. Bei der letzten Form macht er zwar Stopp. Aber das ist brutal. Also warum kommen sie überhaupt auf so gute Sets? Warum sage ich jetzt doch, ey, ich habe, also, sie sind, man sollte sie doch nicht unterschätzen, beziehungsweise sollte man doch nicht schlecht reden. Weil sie haben verdammt nochmal hohe Stats. Diese zwei Charaktere haben hohe Stats, Mann. Die haben echt hohe Stats, das ist mir echt aufgefallen. Ich habe meinen Rosé angesehen oder mein technisches Blue und den Goku. Der Goku hatte mehr Angriff und so weiter und so fort. Oder ich hatte einen 100% Charakter und der Goku kam. Ja, mein Vegeta hat 3 Dupes, vielfacher Vegeta. Und der Goku hatte, glaube ich, gleich, ohne Dupe, gleich oder ein bisschen mehr Angriff als der vielfache Vegeta. Also ihre Stats sind verdammt nochmal hoch. Und das ist mir. Das war eine Sache, die ich nicht gesehen habe. Und dadurch, Gott sei Dank, jetzt durch die Praxis, wo ich die Teams probieren konnte, die Charaktere, sollte man sie echt nicht runterreden. Also sie machen ihren Job gut. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den Charakteren. Jetzt kommen jetzt sie. Wir wissen ja, jede Runde, wenn sie reinkommen, transformieren sie sich. Und im Endeffekt haben wir dann quasi Goldform. Und bis dahin machen sie auf jeden Fall so den Job, verlieren ein bisschen Verteidigung, bekommen Angriff, Freezer bekommt ein bisschen HP, Goku Damage Reduction. Die Linkskill ändern sich immer und Luminous, danke fürs Followen. Und in der letzten Stufe haben wir dann quasi 120% Angriff auf Freezer, 15% Heal, einmalig Key plus 12 und kritische Chance. Great Chance, den Gegner zu stunnen, weil Goku ist genau gleich. Goku fängt dann genau gleich an mit der Passive, geht dann hoch. Passive. Geht dann hoch. Wichtig hier bei Goku ist zu, wichtig bei Goku ist zu sagen, wegen den Linkskills, ab Super Saiyan 3 verliert er Prepared for Battle und All in the Family, wenn mich alles täuscht, bekommt hier Limit Breaking Form und Over in a Flash. Das ist wichtig zu sagen, weil er verliert Prepared for Battle. Das haben sehr viele Charaktere, vor allem Saiyans. Super Saiyan God wird es dann wieder besser. Der bekommt Godly Power, Warrior Gods, Over in a Flash bleibt und Shocken Speed. Ab Super Saiyan God ist er wirklich sehr gut verwertbar. Und Super Saiyan Blue natürlich so oder so hat dann Godly Power, Warrior Gods, Over in a Flash, Shocken Speed an der Stelle. 120%, Reduced Damage 25%. By the way, dieser Goku hier ist ein Powerhouse für das Super Battle Roads. Auch in der ersten Stufe tankt er wirklich sehr, sehr gut mit Damage Reduction Skill. Für Super Battle Roads super geil, wenn ihr das nicht geschafft habt. Nimmt Double Lead Goku, weil er gibt ja jeden Verbündeten, jeden Hero. Deswegen könnt ihr auch Double Lead Goku nehmen. Oder bei dem Extreme Tech Stage könnt ihr Double Lead Freezer nehmen. Ist auf jeden Fall eine solide. Dann müsst ihr den Super Saiyan 3 Broly nehmen zum Beispiel. Und genau, der bekommt auch einmal Keep plus 12 kritische Hitshots. Und den seine Sets sind auf jeden Fall auch solide hier an der Stelle. Okay. Genau. Wegen den Linkskills, wir haben das gerade bei Goku angesehen, damit wir das ganz kurz komplett haben. Bei Freezer, Freezer hat ab der ersten Form schon so gute Linkskills in den Teams, in denen er vertreten ist. Mann, ihr müsst euch echt kaum Sorgen machen. Der hat Strongest Gun in Space. Wenn ihr in den Team einen anderen Freezer oder Cooler reinpackt, GG, Keep Plus 2. Universe Most, Metawind 15%. Metamorphosis, das geht weg, okay. Big Bad Boss ist sehr, sehr wichtig. Das ist krank, dass sie ihm Thirst for Conquest gegeben haben, da haben sie alles richtig gemacht, weil in den Teams, in denen er ist, haben sehr viele Support-Charakter Thirst for Conquest, zum Beispiel King Piccolo, Talis Int, Metal Cooler oder der neue Talis, ah gell, der hat das auch, mit den neuen Talis Int ist sehr, sehr gut zum Beispiel, 4 Enfade Keep-Nusser haben sehr viele Villains und 4 Battle, was sich dann bei ihm ändert, ich glaube an der Stufe ändert sich nichts, was hier hinzukommt, bei der dritten sollte Shocking Speed sein, wenn mich alles täuscht, statt 4 Enfade, ab Final Form bekommt er Prodigies hinzu, Shocking Speed bleibt, alles klar, und dann quasi in der Golden Form hat er hier alles Strongest Landers, Brodigy's Big Bad Boss, genau, Thirst for Conquest und Shocking Speed. Das sehr, sehr wichtige und geile, geniale ist, dass er Thirst for Conquest behält. Denn das werden jetzt im Teambild sehen, Freunde. Wenn wir uns das mal ansehen, wie sollte man denn die Teams um die Charaktere bauen? Ja. Genau, kommen wir gleich noch zurück. So, ab welchem Rang kann man in Discord zusammen posten? Bilder an sich könnt ihr, glaube ich, erst ab den R, ab Rang R. Man kann Freezer als Resurrected-Ersatz nehmen, solange. Ja, kommen wir gleich noch zu sprechen. Denn. Genau, obwohl, beziehungsweise gut, danke, dass du mich daran erinnert hast. Diese Charaktere, die Charaktere haben wir uns angesehen. Diese Charaktere könnt ihr als Sub-Leader nehmen, als Ersatz-Leader.
den Goku statt einem Dream of Gods Leader Uigoku, statt einem Super Saiyan 3 Leader Super Saiyan 3 Bardock, statt einem Pure Saiyan Leader Evolution Vegeta, statt einem Full Power Leader Full Power Goku. Z-Slay, danke fürs Followen. Was heißt das Ersatzleader? Wenn ihr diesen Goku zum Beispiel nicht habt, aber ihr habt einen dieser Kategorien, dann könnt ihr zum Beispiel Goku als Friend nehmen, aber das ist eigentlich so, das könnt ihr auch, ihr könnt dann eigentlich auch nach dem Gegenspieler suchen, Uigoku oder so. Was mit Ersatzleader eher gemeint ist, wenn ihr diesen Goku habt, aber nicht eine der Leader dieser Kategorien, dann könnt ihr einfach als Friend nicht einen Goku nehmen, sondern eines dieser Kategorien. Heißt, ihr baut euch zum Beispiel, ihr nehmt den Goku als Leader, der ist dann im Endeffekt ein Dream of Gods Leader, weil er gibt Superclass verbieten. Vorsichtig ausgedrückt, weil da musst du auch das Team nur mit super Verbündeten schmücken. Ja, wenn du dann Rosé reintust, dann bekommt ihr das natürlich nicht, aber das ist halt so ein Sub-Leader, ein Ersatz-Leader. Ihr könnt dann Goku quasi als Ersatz-Leader für diese Kategorie nehmen. Bei Freeze ist es genau andersrum, für Resurrect Warrior, Movie Bosses und Full Power. Okay. Was zu den Charakteren noch sagen muss, ist, ich finde das sehr cool, dass sie sich immer transformieren. Es ist echt ein frischer Wind. Super Attacks. Ja, könnte man sich schreiten. Man hätte den ruhig individuell neue Super Attacks geben können. Aber da will ich nicht auf hohem Niveau meckern. Ich kann viele verstehen, wenn die sagen, wegen den Super Attacks hat sich mehr gewünscht. Kann ich verstehen, weil das ist eigentlich mehr Vorlagen aus anderen Super Attacks. Aber gut, Freunde, wie gesagt, in einem Team, jetzt fängt das Kopfzerbrechen an. Wo spielt man sie am besten? Wenn wir mal mit Goku anfangen, natürlich habe ich euch gerade gesagt, ihr könnt Goku als eigenen Leader nehmen, ihr könnt ihn als Sub-Leader nehmen und eure besten Charaktere reinklatschen. Dann seid ihr auf jeden Fall gedeckt, weil ihr habt ein Heroes-Team, ja. Ihr nehmt Goku zum Beispiel, dann sagen wir mal, ihr habt LR-Charaktere. Ganz kurz, Pocket-Charakter, Pocket-Pick, Pocket-Linkin-Partner, Linkin-Partner, ist LR Gogeta, 6 Link-Skills mit dem Goku auf dieser Stufe von Super Saiyan 2. Golden Warrior, Super Saiyan, Experience Fighters, Kamehameha, Prepare for Battle 4's Battle. Bei dem Goku ist ganz wichtig, der zum Beispiel Experience Fighter dazu bekommen, habe nicht viele Charaktere, aber gewisse richtige Charaktere, wie zum Beispiel den LR Gogeta hier. Experience Fighter ist quasi so, da freue ich mich drüber, dass er das hat, ist Gegenspieler zu Thirst for Conquest bei Freezer zum Beispiel. Okay, anyway. Und aber auch LR Vegito liegt sich gut mit ihm, nämlich mit 5 Link-Skills. Ja? Also ihr könnt zum Beispiel ein Team bauen, aus euren besten Units. Und die Sache ist jetzt bei dir so, die Seite heißt Dokkan Battle Builder, Ausrufezeichen Dokkan Battle Builder, dann bekommst du den Link dazu. Die Sache bei dem Team ist halt, ihr könnt halt legit eure besten Charaktere reinklatschen zum Beispiel, wenn wir das mal so lassen. Aber ihr merkt schon, ihr habt zum einen verdammt nochmal Luxusprobleme, werdet ihr merken, wenn ihr viele Charaktere habt, weil guck mal, wir haben ja nicht mal LMI-Teams oder so drin, den könnten wir auch noch verwerten an der Stelle. Aber, zum Beispiel könnten wir auch als Supporter LR Great Saiyaman nehmen. Wo ist der? Als Support einfach für das Superteam. Weißt du, was ich meine? Rausrotieren und gut ist. Die Sache ist die, ich will gar nicht mal so hart darauf eingehen, wie die Teams aussehen könnten, wenn man die Charaktere selbst als Leader nimmt. Sei es jetzt ein Heroes-Team bei Goku oder Villains-Team bei Freezer. Ihr nehmt einfach eure besten Charaktere, Freunde. Und das ist halt wirklich einfach gesagt, aber man hat so viel Auswahl. Ihr macht da nichts falsch, wenn ihr eure besten Charaktere nimmt. Interessanter wird es dann gleich in den Kategorie-Teams. Aber selbst so ist es geil, weil der Dude transformiert sich ja immer. Wenn er zu Super Saiyan 3 wird, weißt du, was das Geile ist? Dass quasi die Rotationen sich ändern, wegen seiner Transformation. Zum Beispiel, ich würde bis zur Stufe Super Saiyan 3, also wenn er Super Saiyan ist und Super Saiyan 2, würde ich ihn mit Gogeta in eine Rotation lassen. 6 Link-Skills. Sobald er zum Super Saiyan 3 wird, würde ich ihn mit dem Goku in eine Rotation lassen. Jetzt sagt ihr, halt, Osoru, Super Saiyan 3 Goku, die haben den gleichen Namen. Linken die sich überhaupt? Meine Freunde, um ehrlich zu sein, habe ich das aus meinen Tests oder je nach, als ich die Teams getestet habe, darauf nicht geachtet. Ich hatte einen Extreme Awakening Super Saiyan 3 Goku drin, glaube ich. Bevor ich schon seid, ist mir gerade eingefallen, ihr könnt natürlich die Dudes auch in einem Super Agile Team spielen oder Extreme Tag Team. Sie machen den Job auf jeden Fall gut. Aber eigentlich sollten sie sich linken. Warum? Weil dieser Goku sich transformiert und dann linken die sich. Das konnte ich bei LR Vegito beobachten. Ich hatte einen Vegito drinnen, LR Vegito und einen Super Vegito zum Beispiel. Und die haben sich gelinkt wegen der Transformation. Also dann würde ich zum Beispiel die halten. Aber dann sagt ihr jetzt, warum? Warum, Osoro? Der hatte nur 3 Link-Skills und der 6. Das ist nur für die Stufe. Aber sobald der Super Saiyan 3 wird, ich glaube, man kann es auf der Seite nicht einstellen, dass ich den hier auf Super Saiyan 3 bekomme. Dann bekommt er zum Beispiel Over in a Flash. Ist schon mal ein Key dazu.
Also ein Link-Skill. Und das sind Key plus 3 ist sehr wichtig. Und dann immer so weiter, Freunde. Ihr könnt euch so geile Teams bauen, Mann. Ich habe mir zum Beispiel auch ein Team gebaut aus Kakarot, aus Vater und Sohn. Oder aus nur Gokus. Und tust Ui Goku rein, Gotgo tust du rein, Goku Blue tust du rein. So seine ganzen Stufen quasi. Super Saiyan 3. Ich schwöre, ich hatte übertrieben Spaß, mit dem Teams zu bauen quasi um ihn selbst. Man hat sich ja immer so gewünscht. Man hat sich immer so gewünscht, ja, ein Only-Goku-Team und so, oder Only-Freezer- oder Freezer-Rasse, kann man machen mit den Jungs. Deswegen will ich auf die Zahl eigentlich gar nicht mehr so oft eingehen, weil ich, lange eingehen, weil ich glaube, ihr habt die Message gecheckt. Sei es Goku oder Freezer, Freunde, die als Leader nehmen, eure besten Charaktere reintun und vor allem die Teams spielen, auf die ihr Bock habt. Ich habe ein Team gebaut mit nur aus Freezer-Rasse, ja, cooler rein, den rein, den rein. Ey, so, es macht so Spaß, weil die linken sich so gut. Strongest Guy in Space haben. Die First for Kong ist halt cooler. Bei Freezer ist eine Sache, wenn ihr fragen würdet, ey, Osadur, wer links denn mit Freezer gut? Ihr könnt mich, by the way, korrigieren, wenn ihr, falls ihr den besseren Linken-Partner findet als El Agueta momentan für den Goku, wie er in der ersten Form ist, könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich habe mich da auch nicht ganz, ganz vertieft. Aber bei Freezer ist mir aufgefallen, es ist einfach cooler. Der teilt sich 6 verdammte Links drin. 6 von 7 sollten das sein. Wo ist unser Boy cooler? Ich schau gleich in den Chat, Freunde. Ich weiß, ich tue gerade hier Selbstgespräche führen, aber ich bin gerade im Flow. Ich schaue aber gleich im Chat nach. Wo ist cooler? Ultimate Gohan haben wir, der sollte davor kommen. Super Gita, der sollte auch davor kommen. Kid Buu, cooler kam davor. Angel Goku cooler kam davor. Nee, doch, weiß nicht. Kura, wo bist du, Eile? Ich safe schon übersehen, habe ich den schon. Ganz sicher. Ja, ich bin schon zu weit. Sharingans. Hier sind die Vielfachen. Da ist cooler. Okay, ich hab's. Hier, 6 Linkskill. Und was für Linkskill? In der ersten und zweiten Form. Big Bad Boss. Okay, das muss ich erstmal triggern. 25% auf Angriff und Verteidigung. Universe Most Relevant. 15% drauf. Fierce Battle. 15% drauf. Thirst for Conquest. Nochmal verdammte 15% drauf, Alter. Genau deswegen ist Freezer so krank. Und Thirst for Conquest hat nicht nur Cooler. Metal Cooler hat das. King Piccolo hat das zum Beispiel. Thales hat das zum Beispiel. Deswegen merkt ihr wahrscheinlich schon, Freezer ist am besten aufgehoben. Deswegen hat es bei ihm so leicht. Ella Bojack hat das in einem Movie-Boss-Team. Weil da haben so viele Thirst for Conquest. Das ist Escalation. Ja. Okay. Jetzt lass mal ganz kurz in den Chat schauen, dann fangen wir mal Freezer an mit seinen Kategorie-Teams, wie die aussehen könnten. Aber ich habe es ja schon gesagt, am besten ist er wahrscheinlich aufgehoben, das werden wir gleich noch sehen, in dem Movie-Boss-Team. Okay, warum ist Angel Gohan Freezer nicht in Realm of Gods? Angel Gohan Freezer ist nicht im Realm of Gods, weil auch kein anderer Gohan Freezer im Realm of Gods ist. Ich finde, Gohan Freezer ist nicht eine Stufe, der, vorsichtig gesagt, die Götter irgendwie gleichkommen mit irgendeinem Gott-Modus. Finde ich nicht. Ich fand... Also selbst als er in Golden Form kam, hat Goku Blue den gebombt und Vegeta, wisst ihr, was ich meine? Genau. Okay. Der neue Freezer linkt sich auch sehr gut mit dem Freezer. Der neue Full... Final Form Freezer. Ja, der neue. Der neue ist auch nicht zu unterschätzen. Freunde, die zwei neuen Karten sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Genau. 5 Linkskills, du sagst es. Die sind auch auf jeden Fall solide. Genau. Der hat auch Thirst for Conquest. Richtig. Und der Goku ist auch solide hier an der Stelle. Warte mal, hat der Goku... Hat der Goku Experience Fighters? Wenn ja, dann ist er auf jeden Fall eine solide Option. Ne, sollte er nicht haben. Nee, sie weiter. Okay. Okay. Ich habe zum Beispiel ein Team nur mit Transformationscharakter gebaut. Zum Beispiel Uli Goku, LLG. Ja, zum Beispiel richtig geil. Du kannst den neuen Goku mit Tech Vegeta Blue in einer Rotation halten. Ja, schwierig. Weißt du warum? Natürlich, also ich will dir nicht widersprechen. Aber Tech Vegeta Blue hat kein Prepare for Battle. Heißt, hier fehlen Links Key. Sofern er noch in der Stufe ist, fehlen den beiden Key. Und das sind 6 Key. Weil sie bekommen kein Key. Wenn der hier ab Super Saiyan 3, ab vor allem bei Goku und Goku Blue, ja, mein Freund, da sage ich nur, die zwei in einer Rotation, die haben es auf jeden Fall in sich. Aber in der Stufe, nee, ist schwierig. Den fehlen 6 Key. Weil Leader Skill bekommen wir 2x3, also fehlen dann noch 6 für eine Ulti. Genau, bald 4K voll auf Twitch, ey, ihr seid brutal, nicht nur auf Twitch, Instagram, YouTube, alles eskaliert gerade. Vielen Dank, Freunde. Sind die Neogarten, die da aussehen für Super Bread überhaupt noch sinnvoll? In gewissen Teams natürlich. Wie linkt sich in Golden Freezer mit dem Tech Freezer? Das schauen wir uns gleich alles an. Klickt doch auf Advanced und lasst alle Units mit 6 Links anzeigen.
Machen wir gleich. Angel Gold Freezer ist auch ein guter Partner für Tech Freezer. Auf jeden Fall. Das machen wir gleich. Find immer noch Rosé und Vegetal Brew besser als Cedar, vor allem Rosé wegen den Key, wenn du jetzt zum Beispiel mein Team nimmst, LMG und LMG. Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, das kommt auf dein Team an. Deswegen will ich da auch nicht sehr stark drauf eingehen. Freezer hat den Vorteil, dass er keine Einschränkungen hat, und mit Freezer kann man sich auf jeden Fall brutale Teams bauen. Marok, danke fürs Follow, was geht ab an der Stelle. Und ja, es kommt aufs Team an, aber ich hatte zum Beispiel auch Probleme in meinem Resurrect Warrior Team, LMAG, Vegeta und Broly irgendwie da richtig einzusetzen, weil die sich kaum linken. Und ohne Rosé, Double Rosé kann es schwierig sein, aber deswegen haben die einen Rosé. Weißt du, wenn eine Rotation kommt, dann bekommen die ihre Keys zum Beispiel. Also ich sage nicht, dass Rosé oder Tech Vegeta Blue besser sind vom Leader-Skill her als der neue Freezer und Goku, weil es einzig und allein die sind. Einziger Unterschied ist, dass die zwar keine Einschränkungen haben, dadurch haben sie einen kleinen Vorteil, aber man kann nicht argumentieren, dass eine von den beiden Partien bessere Leader-Skills hat, weil es auf die Teams ankommt, die ihr baut mit dem Leader. Versteht, was ich meine? Ihr könnt Rosé als Leader nehmen und Freezer in sein Team nutzen. Ihr könnt Freezer als Leader nehmen und Rosé in sein Team nutzen. Genau andersrum mit den Heroes. Es kommt ganz drauf an, wie ihr die Teams baut. Weil es gibt sehr viel Auswahl. Also von besser und schlechter würde ich hier nicht reden an der Stelle. Ja. Genau. Okay, jetzt kommen wir aber zu Kategorien. Freezer wissen wir, er ist in Resurrect Warrior, Movie Bosses, Full Power. Ja, in den drei ist er. Ich würde sagen, in Movie Boss ist er am besten aufgehoben. Resurrect Warrior und dann Full Power. Gucken wir uns mal das bei Movie Bosses an. Wie könnt ihr das für Movie Bosses aussehen? Let's go. Holen wir uns mal die Movie Bosses hierher. Let's go. Alright. Und zwar, Movie Bosses, ganz klar. Wir haben hier dann als Leader Thales. Okay. Wir nehmen den Freezer mit rein. Er ist Teil davon. Ups. Drei Links jetzt auf der Stufe. Das Wichtige hierbei ist, Big Bad Bosses, First for Kong ist fürs Battlen. Keine Key, aber ey, Thales gibt Key plus 3. Das ist das Brutale an Thales. Deswegen ist er, finde ich, in den Movie Bosses so krank aufgehoben, weil Thales Key plus 3, Attack plus 40% für jeden. Digga, du hältst ihn als Rotationscharakter und die anderen Charaktere eskalieren. Wenn hier reinkommt in Rotation mit Freezer, dann hat er noch zusätzlich zu seiner Passive von Key plus 3 und 40%, falls die Big Bad Boss aktiviert, 25% auf Angriff und Verteidigung, aber das Geschirr ist wegen Thirst for Conquest und dieses Battle plus 30%. Okay, dann haben wir aber noch zum Beispiel hier Ella Bojack. Ella Bojack hat auch Thirst for Conquest. Nicht viele Link-Skills, aber immerhin Big Bad Boss und Thirst for Conquest. Ihr werdet euch wundern, die Charaktere selbst haben vielleicht zwar nicht viele Link-Skills, aber in dem Setup brauchen sie eigentlich auch keinen, weil wir haben jetzt zweimal Thales. Wenn du den immer rausrotierst, dann ist einer so gut wie immer als Rotationscharakter, oder wenn wir noch einen anderen Supporter reinholen, und für Keys immer gesorgt. Okay, aber wenn ich hier noch reintun würde, cooler. Ey, legit. Cooler, 6 Link-Skills haben wir angesehen. Haben wir vorhin gesehen. Moment. Wo ist cooler? Cooler, komm mit sie. Ah, jetzt. So, 6 Link-Skills. Wir wissen ja, wir haben ja zweimal. Ah, ne, wir haben hier nur einmal. Sorry. Wir sind ja in dem Movie-Boss-Team. Wir haben hier nur einmal zum Beispiel jetzt Freezer. Heißt, was spackt das jetzt rum? Darkfight, danke fürs Follow. Zum Beispiel könnt ihr die Cooler halten mit Freezer in einer Rotation, okay? Und in der anderen zum Beispiel LR Bojack mit Thales. Aber wir haben hier noch einen anderen LR. Also, um ehrlich zu sein, LR Virus würde ich hier nicht spielen. Ihr merkt schon, nee, der lenkt sich nicht so gut. Der hat auch kein Thirst for Conquest zum Beispiel, aber es geht hier nicht nur um Thirst for Conquest. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Broly, aber das Schwierige an Broly und Majin Vegeta ist zwar nicht in der Kategorie, aber das Schwierige an Broly und Majin Vegeta ist, sie sind zwar Villains, aber es sind Saiyajins, deswegen haben sie entweder Prepare for Battle, Broly, oder Over the Flash Majin Vegeta, und das haben die anderen Villains, das hat kaum einer. Also, worauf ich hinaus will ist, ob man LR Broly spielen sollte oder nicht, ist schwierig. Und ihr merkt schon, langsam fängt es an mit dem Kopf zu brechen. Weil man hat echt verdammt gut viel Auswahl und man muss sich entscheiden, wen man überhaupt zur Szene setzen will. Wenn ihr Freezer zur Szene setzen wollt, könnt ihr solche Freezer mit Cooler in einer Rotation halten. Okay. Oder dann Freezer mit LR Bojack. Wenn ihr in eine andere Rotation könnt ihr solche halten, Broly mit einem Thales. Alright.
Auf jeden Fall, wenn ich hier noch mit reinnehmen würde. Janemba ist schwierig, wenn ich ehrlich bin. Was heißt schwierig? Janemba könnte man auf jeden Fall verwerten. Aber, wenn man zum Beispiel jetzt keinen Broly hat, kannst du Janemba auf jeden Fall mit reinnehmen. Janemba ist so, der linkt sich mit Freezer gut auf jeden Fall, mit den anderen Charakteren auch. Aber Janemba ist so eine Sache, wir haben Cooler drin und Cooler macht seinen Job besser als Janemba, wenn ich ehrlich bin. Also wegen Linkskills, wegen der Synergie. Wen ich aber hier reinnehmen würde, ist auf jeden Fall ohne Wenn und Aber ein Supporter, nämlich einen weiteren Supporter, richtig? Metal Cooler. Metal Cooler hat ja an der Stelle auch Thirst for Conquest, Strongest Hand in Play, also Thirst for Conquest ist ja auch an der Stelle wichtig. 4 entfällt, gibt Cooler gut. Gut, Link-Skills, Freezer genauso, Bojack genauso. Also das Wichtige ist, in dem Setup, in dem Movie-Boss, ihr merkt es, ich will hier den Hauptfokus auf Thirst for Conquest, diesen Link-Skill zusätzlich legen. Alles andere ist mehr oder weniger gut vertreten. Und da noch ein Support-Charakter ist, gibt er noch so oder so noch Key und Angriff-Boost, deswegen den halten wir auf jeden Fall dabei, ja. Und dann könnte ein Team zum Beispiel so aussehen, in einem Movie-Boss-Team zum Beispiel, ja. Kann man machen, ey, das ist, guck mal, bitte guckt euch mal das Team an. Wir haben hier Thales und LL Broly, okay, in einer Rotation. Wir haben hier Freezer und LL Bojack, okay. Ja, okay, jetzt denkt man sich, wie jetzt, Osa, du sagst jetzt 6 Linkskills, dann tust du ihn raus. Ja, warum aber? LL Bojack hier an der Stelle macht auf jeden Fall mehr Schaden als Cooler. Die Sache ist, die meine Intention hier ist, wenn Cooler als Rotationscharakter individuell ist, er stark reinkommt, dann gibt der Freezer hier, sagen wir mal, die Rotation würde aussehen. So aussehen, wir greifen mit Cooler Bojack zuerst an, dann Freezer und dann Cooler. Dann bekommt Freezer diese 6 Links von Cooler noch, ist insane. Wenn Metal Cooler reinkommt, bitte, noch mehr insane. Und hier ist auch wichtig, Cooler gibt ihm noch 4s Battle. Metal Cooler hat kein 4s Battle. Aber Thales ist auch noch am Start, wenn Thales, weil wir haben noch einen Friend Thales, wenn der reinkommt. ADF? Deswegen, das Movie Boss Team, das hat es auf jeden Fall in sich, Mann. Ich will. So schade, dass ich Thales nicht gezogen habe. Aber so das Movie-Boss-Team könnte zum Beispiel so aussehen, Freunde. Es gibt natürlich auch viel, viel mehrere Optionen. Es kommt immer drauf an, wie eure Charaktere aussehen. Da kann man ein Follow rein. Kok-ma-what? Danke fürs Follow auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ihr könnt es auch so machen. Wenn ihr einen LL Broly habt, Terror Broly, könnt ihr natürlich auch in einer Rotation spielen. Oder Bojack mit dem Terror Bojack. Ja, es gibt viele Optionen. Aber jetzt so von meinem her, mit dem ich so zufrieden bin und sagen könnte, ja Mann, das Team ist geil aus, ist gut auf jeden Fall, würde so aussehen, ein Movie-Boss-Team mit Freezer, wenn ich das so sagen darf, mit Freezer, ein Movie-Boss-Team, wenn man so von, ein Movie-Boss-Team ohne Freezer sieht natürlich ganz anders aus, aber so ein Movie-Boss-Team, was in Sachen sowas optimal wäre, ich will nicht sagen, dass das optimalste wäre, aber mit Freezer, würde ich denken, wäre das auf jeden Fall geil zu spielen und würde auf jeden Fall Fun machen. Ich finde mein Handy einfach nicht, ich habe schon überall gesucht. Oh shit, man könnte auch einen Terror Bojack, genau, richtig, habe ich auch gerade gesagt, ich verstehe nur Bahnhof. Ose ist sein Element. Ja, ihr merkt es schon, Freunde, ich weiß, es ist gerade vielleicht für euch ein bisschen komisch. Ich lasse gerade alle meine Gedanken raus, weil ich habe die über Tage echt gesammelt in meinem Kopf, weil ich wusste nicht, wie ich das sortieren soll. Und jetzt kann ich das zum Glück, deswegen kratte ich hier gerade alles raus. Sorry. Jungs, kann mal kurz mit Team helfen, falls ja, Whisper, please. Yannick braucht da Hilfe auf jeden Fall an der Stelle. Wenn Dokkan 2000 Jahre alt wird, kriegen wir dann 2000, sonst das wär's. Eine Kombination aus Jurassic Warrior und Movie Boss ist nice. Geht zum Beispiel auch, da geht wirklich sehr, sehr viel, Freunde. Da geht sehr, sehr viel. Aber jetzt sagst du zum Beispiel Jurassic Warrior, kommen wir mal. Resurrect Warrior, gucken wir uns mal Resurrect Warrior Team an. Da ist halt die Sache, da haben wir zum Beispiel LL Broly und Majin Vegeta. Und holy shit, ich konnte die. Es fiel mir schwierig, die zu verwerten. Aber es fiel mir auch schwierig, auf die zu verzichten. Was meine ich damit? Schauen wir uns gleich an. Resurrect Warrior, let's go. Beides haben was geklappt. Ich benutze Freezer im Extreme Team auf jeden Fall, weil dann kommt man nicht mit Stones, sobald wir Platz 1 geschaut sind, sobald wir das erfüllt haben. Genau. Erst Freezer Summon Goku, den neuen Freezer, Goku Black Rose, den Supersaiyan und Tech Golden Freezer, korrekt. To be honest, ich hätte trotzdem lieber andere Leader Skills, auch wenn der echt ganz cool ist. Ja, kann man sich überschreiten, aber wir nehmen es so, wie es ist. Und damit verwerte das, also damit arbeite ich jetzt. Genau. Wie heißt die Seite? Dokkan Battle Builder. Ausrufezeichen Dokkan Battle Builder, dann bekommst du die Seite. So, Resurrect Warriors. Ganz klar, Angel Go und Freezer ist unser Leader. Und ohne Wenn und Aber halten wir Angel Go und Freezer mit dem Freezer in einer Rotation. In der ersten Form teilen sich nur 3 Links, sage ich mal. Aber darunter haben wir Universe Stones Malevant. 4 Battle, Strongest Hand in Space, 30% Angriff, Key plus 2. Sofern dieser Freezer Final Form wird, bekommt noch Prodigies dazu.
Jetzt warte mal, ich glaube, hat ne, der hat kein Prodigies. Doch, ah, doch, doch, Angel Gonfreeze hat Prodigies. Und sobald der Final Form wird, bekommt er noch Prodigies dazu. Also das können wir auf jeden Fall auch verwerten an der Stelle. Die zwei haben wir auf jeden Fall drin. Und halt legit, jetzt wird es, mir wurde es direkt schwierig, weil wir haben ja nicht nur X-Team-Charakter, wir haben auch Heroes. Was war ich damit? Hier an der Stelle würde ich aber auf jeden Fall auch Metal Cooler als Supporter nutzen. Weil Metal Cooler an sich sehr solide. Seine Passive hier an der Stelle war, ich glaube, für jeden. Warte, was steht hier dran? Wo ist seine. So, bin ich gerade verrückt. Ah, hier, All Allies. Also, er gibt jedem 30% auf den Angriff, auch Hero-Charakteren, aber nur Extreme-Charakteren Key plus 2. Und der nimmt auch Thirst for Conquest mit, weil in Resurrect Warrior Team hat zum Beispiel Angel Girl und Freezer kein Thirst for Conquest. Deswegen ist ein Movie-Boss, finde ich, der Freezer am besten aufgehoben. Es ist halt ein zusätzlicher Link-Skill, der hat es auf jeden Fall in sich. Hi Luffy, danke fürs Followen. Okay, und zwar, jetzt ist es halt schwierig. Jetzt haben wir die erste Rotation. Was machen wir jetzt? Guck mal, wir könnten jetzt natürlich Majin und Broly nehmen, in einer anderen Rotation halten. Die haben keinen Key. Ups. Die teilen sich keinen Key. Die geben sie Super Saiyan. Legendary Power Saiyan Warrior Race. GG. Das Problem ist, wir haben einen Angel Gohan Freezer Friend. Wenn er reinkommt, durch die Passive, gibt er auch nichts. Keine Key. Wir könnten weiteren Supporter mit reinnehmen. Der gibt zwar Key, aber wir müssen da hoffen, dass da. Dann bekommen die Key plus 2 oder 3, wenn es gut läuft. Da müsst du trotzdem auf Orbs hoffen. Und die sind. Da fehlt halt Key. Also, wenn es mal dazu kommen sollte, dass die beiden alleine sind oder mal hier getrennt sind. Guck mal, Majin linkt sich mit keinem Linkskill, Alter. Mit keinem Linkskill. Das ist mir so ein Dorn im Auge, Alter. Ich krieg's kotzen, wenn ich sowas sehe. Ist nicht schlimm. Natürlich kann man das spielen, wenn man jetzt durch Zufall hier reinkommt. Aber wow, du merkst schon, vielleicht kommst du nicht mal auf die Ulti. Die teilen sich nichts. Deswegen, das ist das Schwierige bei Resurrect Warrior. Es ist. Also, ich habe das mal so probiert. Es funktioniert, aber du musst halt hoffen. Ich war mit dem nicht zufrieden mit dem Setup. Dann, was ihr machen könnt, ist natürlich, wenn ihr das habt, das ist brutal, Freunde. Das ist brutal. Boom! Dann tut ihr noch einen Support rein, zum Beispiel den hier. Warum den hier? Der gibt Extreme Class mit einem Key plus 3 auf Attack 25% und er hat Thirst for Conquest. Aber wir haben dann zwei Supporter und zwei Rotationen. HDF. Kranke Rotation. Krass. 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 Resurrect Warrior haben wir aber noch Ella Bojack. Wie tut sich Ella Bojack hier? Wie macht sich Ella Bojack hier? Na gut, mit Majin Vegeta immerhin zwei Height. Shattering the Limit, aber Legend Power. Es tut nicht gut, das zu sehen. Mit Freezer. Schwierig. Guck mal, ihr seht schon, es ist schwierig, die drei LRs in das Resurrect Warrior Team zu bauen. Ich weiß nicht. Es ist bereit mit Kopfschmerzen. Also ihr merkt es, was Problem bei mir ist gerade, die zweite Rotation mit den LR. Erste würde ich so lassen, Rotationscharakter auch. Es wird schwierig, wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Kid Buu, bei Kid Buu ist die Sache. Der verdammte Penner hat auch keinen Key-Link-Skills, der ist genauso wie die LR. Bei dem musst du auch hoffen, dass er eine Ulti macht. Jetzt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn man zwei aus diesen LRs, aus den drei in einer Rotation spielen könnte, also besser gesagt will, dann müsst ihr, halt so hoffen oder so hoffen oder so hoffen, dass da irgendwas sich reißt, aber es wird schwierig. Also, was will ich euch damit sagen? Metal Cooler zieht ihr aus den Bannern, der ist nicht gefeatured. Was will ich euch damit sagen? Ihr müsst euch eigentlich für einen LR entscheiden. Es sei denn, Freunde, wie gesagt, ihr habt quasi noch einen, dann könnt ihr auf jeden Fall Double Broly spielen, LR Terror Version, aber auch mit Bojack in der zweiten Rotation. Dann macht das! Bei mir ist jetzt halt, ich hatte das nicht. Ich müsste mich für einen entscheiden. Wenn ich mich für Broly entscheide, dann müsste ich gucken, welche Charakter liegt sich gut mit Broly, der aber auch gut Schaden macht. Legit schwierig. Ich mein's ernst, schwierig. Der bräuchte auf jeden Fall Prepare for Battle. Aber schwierig. So, ich suche einen Charakter, der so wie Kid Buu ist, so Neo Gartner oder so. Schwierig. Okay. Bojack? Bojack. Revival hat der. Kera Clan hat der. Thirst for Conquest hat der. Problem ist cooler. Cooler ist weder.
Cooler ist nicht in Resident Warrior, genau. Okay. Pff, ihr merkt, also mit Project ist auch schwierig, wenn ich ehrlich bin, so. Margin? Ich sag das jetzt nicht, weil es Margin Vegeta ist. Aber von den drei, wenn man quasi kein Theo hat und den man spielt in der Rotation, ist Margin Vegeta der, mit dem man mit einem anderen am besten verwerten kann. Nämlich entweder mit Angel Goku oder Super Saiyan 3 Bardock. Angel Goku hat Over the Flash und Super Saiyan. Keep Plus 3, die kommen auf ihre Ulti, gut ist. Ihr merkt auch schon, ihr könntet auch Bardock zum Beispiel als Rotationscharakter nehmen. Zum Beispiel für den oder für den. Ich würde sagen eher für den. Der würde dann halt noch Goku, wenn die HP 70% oder drunter sind, er ist auch individuell stark, aber würde dann Goku dann noch 40% geben für Superclass-Verbündeten. Sache ist aber die, wegen den Heroes, wir haben hier Angel Gohan Freezer. Und Angel Gohan Freezer senkt gegnerische und verbündeten Hero-Charaktere in Angriff um 15%. Heißt, wenn er hier reinkommt, der oder der Friend, der Junge ist tot. So. Das ist schon Dieb, auf den man merkt. Ja, Resurrect Warrior. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel hier Bardock dann mit ins Spiel nehmen, wenn ihr das so machen wollt. Als Supporter. Also, mein Team sieht so eigentlich so aus, aber selbst mit dem bin ich irgendwie nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Es ist schwierig. Ihr müsst natürlich nicht Angel Gohan Freezer in einer Rotation halten. Ihr könnt auch natürlich Angel Gohan Freezer raushalten. Und dann zum Beispiel, wie könnten wir die Rotation dann trotzdem aussehen? Wir könnten zum Beispiel halten. Ja, warum nicht Freezer mit Bojack vielleicht? Big Bad Boss, First of Conquest. Wir haben keine Key, aber durch Supporter hätten wir dann Key. Oder Goku mit Bardock. Da muss ja dreifach Goku mit Bardock. Zum Beispiel. Oder dann natürlich Majin hier. An der Stelle mit einem von denen. Versteht ja, ihr müsst nicht Angel Gohan Freezer in der Rotation halten. Ich würde ihn in einer Rotation halten. Warum? Wegen Freezer. Und weil Angel Gohan Freezer, also wer den unterschätzt oder sagt, der hat hier keinen, den muss man raushauen, weil es besser gerade hier geht. Ah, der hat so ein bisschen nicht was ganz verstanden. Der bekommt 150% auf seinen Angriff. 150%. Das ist wie Super Saiyan 4 Goku. Verteidigung bis 50% und das Ding ist dann an ihm halt, er senkt Angriff von gegnerischen Superclass-Verbündeten und eigenen. Das ist das Schwierige mit ihm. Aber wenn man, und, also man hat ihn bis da, also zum Beispiel ein Resurrect Warrior Team, das stimmt, man hat ihn rausgehalten bis jetzt, weil man quasi das dann so gespielt hat. Hier. Man hatte hier Double TOR. Boom, LR TOR. Jemals so hat man eine Rotation gespielt, okay? Aber das hat nicht jeder, Mann. Das hat nicht jeder. Du musst zwar zwei LR ziehen. Das hat nicht jeder. Ich finde aber, das hat man früher gespielt. Jetzt kann man es auf jeden Fall anders sehen. Warum früher? Weil wir jetzt den neuen Freezer haben. Und der neue Freezer, der linkt sich mehr als gut. Was heißt mehr als gut, aber der linkt sich gut. Vor allem, wenn er sich dazu mit immer. Wo ist der Freezer? Der linkt sich gut mit Angel Gohan Freezer. Und deswegen hat Angel Gohan Freezer auf jeden Fall eine Berechtigung, in einer Rotation zu bleiben. Also bitte, da müssen wir nicht um den heißen Brei reden. Wir haben hier Strongest Clan in Space, Key Plus 2, die kommen auf ihre Ulti, wir haben hier 30% auf den Angriff. Das spielt ihr so, Freunde. Das spielt ihr so. Also, müsst ihr natürlich nicht unbedingt. Aber man tut Angel Gohan Freezer und Freezer in einer Rotation halten. Wenn man natürlich beide im Team hat, in den Resurrect Warrior Team. Ja, Freunde, das andere sieht halt komisch aus. Die hätten jetzt zum Beispiel eigentlich noch, wir hätten ja eigentlich noch Cell, wir haben hier Kid Buu und. Wir könnten natürlich auch Ella Bojack mit dem Bojack in einer Zeitrotation halten. Die teilen sich 5 Linkskill, wenn man Ella Bojack hat. Warum es mir wichtig ist, ist auf jeden Fall hier das Grundstruktur. Oder wo ich gerade hängen geblieben bin. Grundstruktur habe ich eigentlich schon von dem Team. Also auf jeden Fall hier Dieter in einer Rotation. Den auf jeden Fall als Supporter. Ein weiteres Supporter. Je nachdem, wie die Zeit der Rotation aussieht, könnte man den auch austauschen. Zum Beispiel für Super Saiyan 3 Bardock. Für den und. Genau. Aber in der zweiten Rotation hängt es bei mir, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise habe ich euch halt quasi mehrere Optionen gezeigt. Das kommt dann auf eure Charakterpool selbst an. Jetzt kommen wir mal zum Chat. Okay. Freezer Only, absolutes Troll-Team. Ist auf jeden Fall auch geil. Ist der neue Goku stärker als Elevision und Gogeta? Nee. Intel Cooler kannst du für Incredible Gems im Treasure Shop kaufen. Die Medaillen dafür, Battlefield Medaillen, richtig, sorry. Ich habe es nicht ganz gelesen, okay.
Golden Freezer. Ah, Golden Freezer haben wir vergessen. Vielen Dank, Dalfarius, fürs Erinnern. Wir haben tatsächlich Golden Freezer vergessen. Aber ich habe ihn echt vergessen, aber ich habe ihn bewusst vergessen. Weil Golden Freezer an sich ist ein Tank. Okay. Aber ihr braucht in dem Team nicht wirklich einen Tank. Die anderen Charaktere sind auch tanky genug. Vor allem dieser Freezer zum Beispiel in der ersten Form und so und so fort. Und Golden Freezer da im Austausch. Also wenn ihr Golden Freezer wäre zum Beispiel Charakter, den könntest du in der zweiten Rotation halten. Mit einem anderen Asian Golden Freezer zum Beispiel. Wenn du zweimal Asian Golden Freezer spielen willst. Aber wenn ihr irgendwas annähernd Besseres habt als Golden Freezer, dann nutzt einen anderen Charakter. Ja, die teilen sich zwar vier Linkskills, aber das Einzige, was dazu kommt, war, glaube ich, Revival Key plus 2. Genau. Eigentlich wäre es das zu Freezer. Er ist auch in Full Power Team, da Full Power aber nicht auf Global ist. Und wir reden ja eigentlich schon viel zu lang. Ich will das eigentlich noch hochladen. Das ist eigentlich Team Rating Video. Ich will das nicht allzu lange machen. Kommen wir mal zu Goku. ZT, danke fürs Followen. Also in Full Power Team könnte man natürlich auch spielen auf der JP-Seite. Aber schwierig, wie man ihn da verwerten sollte. Ist auch ein schwieriger jetzt, sag ich mal. Okay. Alright. Goku ist noch ein schwieriges Wrack. Goku ist schwierigeres Wrack. Weil er verliert durch die Transformation wichtige Linkskills. Stramer, danke fürs Followen. Okay, Goku ist in der Kategorie zum Beispiel. Okay, Freunde, Frage an euch. Wo denkt ihr, in welcher Kategorie ist Goku am besten aufgehoben? Er ist in Dream of Gods, Pure Saiyan, Full Power und Super Saiyan 3. Ich, um ehrlich zu sein, denke Pure Saiyan. Weil da gibt es viele andere Saiyajins, die viele Linkskills von ihm mitnehmen. Dream of Gods ist man in der Hinsicht beschränkt. Also in der Hinsicht. Super Saiyan 3 würde auch gehen. Und Full Power auch. Ist aber auch ein bisschen geschränkt. Ich würde eigentlich sagen Pure Saiyan. Aber da wir Pure Saiyan noch nicht haben auf Global, würde ich eigentlich mal das nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr Pure Saiyan Team habt, das ist quasi fast wie einem Heroes Team. Ihr nehmt den Goku und eure Pure Saiyan Charaktere, die eure besten oder auf die ihr Bock habt. Evolution Meter kannst du mit dem Goku halten. Ui, Goku mit, kannst du mit dem Goku halten. Und. Mir wäre es wichtig, dass wir jetzt mal uns angucken, Dream of Gods und Super Saiyan 3. Und ich glaube momentan auf Global, das sind seine momentanen Global-Kategorien, ist er in Dream of Gods zwar, glaube ich, besser aufgehoben. Aber das ist auch nicht so wie bei Freezer mit Movie Bosses. Der ist da exzellent aufgehoben, aber mit Dream of Gods kann man sich streiten. Genau. Kommen wir mal zu Goku. Super Saiyan 3 hier an der Stelle. Super Saiyan 3. Ja, Super Saiyan 3 ist so eine Sache. Der Goku, der gehört halt zu Super Saiyan 3, aber der startet nicht als Super Saiyan 3. Das ist halt ein bisschen komisch, das ist so ein bisschen das Komische. Aber ihr könnt ihn natürlich in das Super Saiyan 3 Team nehmen. Problem ist, viele der Super Saiyan 3 Charaktere haben voraus schon, vorneweg schon, Over the Flash. Heißt, ihr müsst erst, diesen Goku kann man erst verwerten, wenn er mehr oder weniger... Bardock sollte, hatte Prepare for Battle? Ja man, Bardock hat Prepare for Battle, okay, Bardock. Bardock. Okay, Bardock, guck mal, das habe ich noch nicht ganz gut angeschaut, aber jetzt werden wir schlauer. Anyway, ich hole mal kurz die Super Saiyan 3 Charaktere, so wie ich mir das vorstellen könnte. Ganz spontan, ganz grob und spontan. So könnt ihr zum Beispiel das Super Saiyan 3 Team aussehen, okay? Wir haben einen Supporter, wir haben jetzt zum Beispiel zweite Rotation, einen individuell starken, der auch rein raus sortiert. Und jetzt haben wir Bardock mit, surprise, surprise, mit dem Goku in einer Rotation zum Beispiel. Weil, bei Bardock ist sehr gut, der hat Prepare for Battle und Experience Fighters. Das haben die anderen Charaktere nicht. Vorsichtig ausgedrückt, der hat kein Prepare for Battle. Doch, Eleonora hat Experience Fighters. Der hat kein Prepare for Battle, der auch nicht, okay. Genau, seht ihr, das ist das Wichtige. Sofern dieser Goku noch nicht Super Saiyan 3 ist, hält ihr den mit Bardock in einer Rotation. Und das freut mich, dass Bardock einen guten Charakter bekommen hat. Super Saiyan, Experience Fighters, Prepare for Battle. Oh, das sind sehr schöne Linkskills, um ehrlich zu sein. Könnt ihr auf jeden Fall so lassen. Okay, in einem Super Saiyan 3 Team ist er doch gut aufgehoben. Da muss ich mich echt korrigieren. Erstaunlicherweise ist er in einem Super Saiyan 3 Team echt gut aufgehoben. Auch bevor er zum Super Saiyan 3 wird. Weißt du, was ich meine? Darauf will ich gerade hinaus. Okay. Also Super Saiyan 3 könnte zum Beispiel so aussehen. Die Super Saiyan 3 Charaktere sind echt beschränkt. Ihr könnt natürlich auch eure anderen Super Saiyan 3 Charaktere nutzen. Aber so grob gesagt wäre das so, wenn man das Team um Goku bauen könnte, sollte in einem Super Saiyan 3 Team, dann wäre das echt ein angenehmes Team für Goku. Genau. Genau. Okay. Ihm fehlt Limit Breaking Form, richtig, aber wenn er zum Super Saiyan 3 wird, dann hat er Limit Breaking Form. Das Problem an Super Saiyan 3 ist halt,
der ist halt wirklich nur diese eine Runde im Super Saiyan 3 Modus. Aber darüber hinaus, beziehungsweise bis zum Super Saiyan 3, finde ich erstaunlicherweise, liegt er sich echt solide in einem Super Saiyan 3 Team. Also ich würde das eigentlich gleichschätzen mit Dream of Gods und in dem Team diesen Goku, wenn wir ihn verwerten. Bei allem Respekt, ich finde das echt, das kann man echt so machen. Das hat mich positiv überrascht, weil im Durchschnitt wird man wahrscheinlich immer nur so um den Super Saiyan 3 bei ihm spielen. Also, dass er sich immer darauf transformiert. Und das Team könnte zum Beispiel so aussehen. Viel erstaunlicherweise einfacher als gedacht. Aber gehen wir mal zu Dream of Gods. Wovon hängt Platz 1 ab? An den Verkaufszahlen. Strength Team bitte. Ne, Freunde, wir machen heute nur die Teams rund um Goku und Freezer. Wir machen jetzt noch zum Abschluss das Dream of Gods Team rund um Goku, weil da kommt die Sache ist halt, okay, guck mal, weißt du, was cool bei Goku ist? Das ist mir halt jetzt aufgefallen. Das kann ich mal ganz grob so sagen, bevor wir uns überhaupt Dream of Gods angeschaut haben. Ich denke, wir haben es gerade gesehen, Goku ist von seiner ersten Stufe bis Super Saiyan 3, von der ersten bis Super Saiyan 3, im Super Saiyan 3 Team gut aufgehoben. Aber darüber hinaus, ab Goku, Goku Blue, ist sein besser in Dream of Gods wegen den Linkskills, würde ich jetzt vorsichtig sagen. Aber ich finde das cool, ich finde, ey, das ist mir echt nicht aufgefallen, Mann. Hat's eigentlich schon mal die Blue Transform? Bei mir ist komplett RIP. Nee, Blaue Transformation. Was meinst du, Goku Blue oder was meinst du? Ich glaube, die gibt's gar nicht. Die gibt's gar nicht. Ach, falls du das meinst. Genau. Okay. Der Link ist vom Dokkan Battle Builder, den ich dir geschickt habe, bezüglich ein Goku-Team mit den meisten Linkskills untereinander. Linkskills kannst du nicht reinsenden, deswegen passt das. Kein Ding. Alles gut, alles gut. Aber du meinst wahrscheinlich eh, wenn ich das hier so mache, oder? Moment. Achso, du meinst wahrscheinlich eh, wenn ich das so mache, ne? Kommt er da hier rein? Ah, ja, du meinst es so. Okay, dann zeigen wir das mal. Wenn ihr auf Advanced klickt und einen Charakter wählt, dann zeigt es on. Dann soll ich eigentlich anzeigen, welche. Bide. Uff, dann. Oh, dann zeigt es euch an. Oh, dann. Okay, nee, ich. Oh mein Gott. Minimum 7, nee, Minimum 6. Dann zeigt es euch quasi an. Genau, seht ihr? Dann zeigt es euch die Charaktere an, die ihm mit ihm am besten linken. Und das war, wie gesagt. Auf der Stufe, deswegen ist das schwierig. Die Stufen ändern sich ja. Auf der Stufe ist Elagueta, wie gesagt. Okay, nice, danke dafür. Aber sonst könnt ihr das gerne mal abchecken. So, wer sich gut mit dem linkt. Dankeschön, mein Freund, dankeschön. Genau. Okay, guck mal, jetzt Dream of Gods, Simon. Guck mal, Dream of Gods, Simon. Warte mal. Okay. Okay. Dream of Gods Team. Alright, dann schauen wir mal. Wir wollen natürlich den neuen Goku. Ja. Wo ist er denn? Ah, wir haben ihn schon drin. Okay. Ja, Dream of Gods Team hat die Sache jetzt zum Beispiel. Ui, Goku haben wir auf jeden Fall drin. Wir haben eine Rotation Safe mit LA Goku und Goku Black. Die Sache bei Dream of Gods Team ist halt, da gab es schon brutale Charaktere, die ihre Berechtigung haben in den Teams. Wisst ihr, was ich meine? Zwar könnten wir das machen. Ja, legit, also guck mal, Goku Black und Rosé lassen wir auf jeden Fall drin, okay? Dann haben wir Tech Vegeta Blue zum Beispiel, diesen Goku noch. Die Sache ist halt hier, Goku linkt sich mit 3 Links jetzt mit UI, hat Kamehameha Prepare for Battle und mit Vegeta Blue hat kein Prepare for Battle, da könnte es an Key fehlen. Wir könnten natürlich einen Supporter mitnehmen, der auf jeden Fall das Ganze ein bisschen besser macht für uns, da ein bisschen aushilft. Genau. Aber ich überlege, achso, nee. Wer wäre hier statt dem eigentlich? Irgendein Charakter fehlt mir gerade. Irgendein Charakter, wer war da alles drin eigentlich davor? Ah, Evolution Vegeta, aber den haben wir noch nicht, okay. Also meistens kann man das eigentlich so spielen, um es kurz zu sagen. Aber ihr merkt schon. Den ein bisschen wegen den Linkskills. Also mit Goku wird es auf jeden Fall gehen. Er hat halt keinen Super Saiyan. Aber ab Goku und Goku Blue ist auf jeden Fall sehr gut. Also gut im Team aufgehoben. Ihr könnt natürlich hier einen Goku noch reinhauen. Zum Beispiel den. Der gibt den 3 Linkskills. Ja, es wird schon langsam. Also ihr merkt schon. Okay, aber um ehrlich zu sein. Ich hatte es wahrscheinlich schlimmer im Kopf. Man kann den Goku trotzdem spielen. Der ist jetzt nicht verloren in dem Realm of Gods Team oder Super Saiyan 3 Team. Aber aus meiner Hinsicht nach oder Aussicht nach.
Woraus, was wir sagen konnten oder was jetzt quasi so sagen könnte, ist, von der ersten Stufe bis Super Saiyan 3 sind Super Saiyan 3 Team gut aufgehoben und danach, also falls man darüber rauskommen sollte, im Ring of Gods Team. Soll nicht heißen, dass im Ring of Gods Team von 1 bis 3 schlecht aufgehoben ist, weil bei Super Saiyan 3 bekommt ihr euch Over in der Flash, kannst du mit Tech Visual Blue reinlassen. Falls ihr Tech Visual Blue nicht haben wollt, beziehungsweise nicht warten wollt, bis er Over in der Flash bekommt, der Goku hier, könnt ihr LA Vegeta Blue spielen, der hat Prepare for Battle, das sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, hat leider kein Fierce Battle, oder vielleicht sogar besser physisch Vegeta Blue, ja, der teilt sich viel links jetzt hier an der Stelle. Genau, Freunde, dann gucken wir mal eigentlich so viel dazu, genau. Okay, okay, gerade mit Golden Angel Freezer Supreme Kai Buu, Golden Freezer Kid Buu aus Argel, Bojack, die Isee von Goku fertig gemacht, nice. Passt der LA-Virus überhaupt gut in die Kategorie? Da müsste das Team schon um Virus drehen, da müsste quasi noch einen weiteren Virus mit reinnehmen, der sich gut mit dem Link, zum Beispiel dem Virus hier so, weißt du, was ich meine? Den Lilan zum Beispiel. Damit der, also da müsste quasi auf jeden Fall einen guten Linkin-Partner mit ihm reinnehmen. Genau. Wäre Intuits auch ein guter Supporter für ein Potara-Team unter LA-Virus? Ja, wenn du keinen anderen hast, dann ja. Ja, Freunde, anyway, dann würde ich sagen, so viel dazu. So viel dazu würde ich sagen, auf jeden Fall. Oder habt ihr noch Fragen? Gucken wir mal. Wer linkt sich die Blue Form mit Argel Bokugu? Am besten LA Gogeta. Das Isee von Piccolo kommt morgen, oder? Am 4. September. 4. September sollte das eigentlich sein. Habe ich im Kopf, genau. 4. September habe ich im Kopf. Genau. Also schon eigentlich nur Ultra Instinct, aber bekommen wir zweimal Goku, den neuen Goku, korrekt. Also, korrekt? Also wann kommt das Isee von Piccolo? 4. September habe ich gerade im Kopf. Ich kann mal ganz kurz nachschauen, ob ich das richtig habe zum Abschluss. Dann mach mal Schluss. Genau, Moment. Ich glaube 4. September war es. Schau ganz kurz zu. Wenn du nach Priorität gehen müsstest, was wären die am wichtigsten? Links oder Attack Stats oder Potential System oder Essay? Es ist eine sehr schwierige Frage, weil alles eigentlich, weißt du, was ich meine? Eigentlich alles. Aber ich sag mal so, wenn ein Charakter schlecht ist, dann wird er durch Link-Skills nicht besser als ein Charakter, der gut ist, ohne, also vorsichtig ausgedrückt, ohne oder wenig Link-Skills. Also verstehst du, was ich meine? Also es kommt auf den Charakter auch selbst an. 4. September gesagt, ja, okay, dankeschön. Genau, ich sehe es ja auch gerade vor mir, schätze ich, denke ich. Genau, 4. September, 10 Uhr. 10 Uhr morgens, 4. September. Genau, das werden wir dann streamen. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, das wird auch auf YouTube online kommen. Und je nachdem, ob ihr auf Twitch eingeschaltet habt oder auf YouTube, vielen lieben Dank dafür. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten, frohe Tage euch noch. Haut rein, peace. From the back.